Open your heart. Ob beim Einkaufen, beim Fernsehen oder unterwegs. Unsere Sinne werden permanent mit Reizen überflutet. Vor allem mit dem Thema Sex und Erotik wird auf allen Wegen versucht, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und das in immer drastischerer und expliziterer Form. Doch trotz der Allgegenwärtigkeit dieses Themas gibt es immer mehr Menschen, die unzufrieden sind mit ihrer Art der Sexualität. Andere haben nicht oft genug Sex und manch einer spürt, dass das noch nicht alles gewesen sein kann. Für die meisten gehört zu einem erfüllten Leben auch ein erfülltes Sexualleben. In diesem Spannungsfeld aus guten Sex wollen und guten Sex haben, wurzeln auch viele zwischenmenschliche Probleme. Denn inmitten von medialen Verheißungen von ekstatischem und erfülltem Sex besteht ein ungeheures Defizit an wirklichem Wissen über Sex. Erfüllter Sex ist wie Medizin für den Menschen. Aber die Art und Weise, wie wir Sex haben, macht den großen Unterschied. Viele Unstimmigkeiten und Probleme, sowohl in einer Beziehung als auch in unserer Gesellschaft, kommen daher, dass wir sexuell unerfüllt sind und nicht genug Liebe spüren. Und genau das möchte die Bestseller-Autorin und Sexualtherapeutin Diana Richardson mit diesem Film ändern. Zusammen mit ihrem Ehemann Michael vermittelt sie seit über 20 Jahren in ihren Büchern und Making-Love-Seminaren, wie wir zu einer erfüllenden Sexualität gelangen können. Auch mit diesem Film will sie diese Alternative aufzeigen und Paare vorstellen, die ihrerseits nicht bereit waren, die Unzulänglichkeiten des konventionellen Sex einfach weiter hinzunehmen. Mit Slow Sex stellen sie eine Möglichkeit vor, mehr Bewusstheit und Liebe in den Sex zu bringen. Mehr Raum für Gefühle und Harmonie. Ich bin ein glücklicher Mann geworden. Für mich war das, auf worauf ich mein ganzes Leben gewartet habe. Es ist einfach ein besseres Leben jetzt. Es ist alles intensiver und es ist viel mehr Glück dabei. Man fühlt sich sexuell erfüllt. Es ist einfach stressfrei. Ich kann völlig stressfrei leben. Mit Slow Sex kann die schönste Sache der Welt, genauso wie Yoga oder Meditation, ein Weg sein, sich selbst näher zu kommen.